Lex hat recht. Ich finde das so schade, Mann, dass die dunkelhäutigen Brüder das nicht erkennen. Alter, das ist traurig. Oh Mann. Mach Oh mich mal Mann. größer, Flex. Ich mach dich gleich groß. Warte, es kommt jetzt jemand rein. Ja, mach. Bevor er reinkommt. Ich höre dich ganz schlecht, Wadis. Weiß nicht, wir hören ihn ganz schlecht. Jetzt. Ja. Hallo? Bevor Hörst du uns? Ja. Okay. Ja, mein Lieber, was kann ich denn für dich tun? Lügst so viel. Du lügst, Echt? ja. Genau. Okay, Leute, ganz kurz. Ich rede nur kurz mit ihm. Ganz kurz. Warum lüge ich denn? Erzähl mir mal. Warum sagst du für dunkle Leute islamisch nichts? Also, wenn ich Was dir haben die jetzt ein paar Amerikaner mit dir Hadithe, gemacht hör mal vorher? zu, hör mal Wie zu. Guck mal, ich finde es schon traurig, dass du als Dunkelhäutiger, bitte? Was als ja, dunkel? Betonlich dunkelhäutiger, stolzer Muslim. na, du bist Bei stolzer Moslem, Allah, schau mal, du bist danke, also nicht schau mal. schwarz. Schau mal, Du bei bist nicht Allah. schwarz. Du bist nicht schwarz. Was bist du dann? Du bist Moslem, du bist aber nicht schwarz. Ich bin schwarz und Muslim, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Weißt du, dass Arabien eines der größten Sklaventreiber überhaupt war und was sie mit Dunkelhäutigen gemacht haben? Egal, Das weißt du wenn die schon. Sklavenmäßig kommst, was haben die Amerikaner, was haben die Engländer mit uns gemacht, was haben die Frankreich mit uns gemacht, wenn die so Ja, kommen? okay, Okay, aber du das sind wusstest auch schon. Christen, das Du sind echt, schau weißt mal, aber weil die schon, Sklaven du noch weißt sind. aber schon, hör mal zu, ganz kurz, du weißt aber schon, dass der Mohammed, ja, zwei schwarze Sklaven. Alayhi Was? Ja, wenn man Muhammad sagt, muss man Salawat sagen. Alayhi Salatu. Okay, das ist deine Sicht. Ich will dir nur sagen, Mohammed, dein Mohammed, den du folgst, hat zwei schwarze Sallallahu Sklaven für einen ausgetauscht. Und du willst immer noch diesem Propheten folgen? Toll. Okay, du folgst einem Propheten, der schwarze Sklaven also Alles hatte. was Was? Aha. Der Mohammed, hat zu Bilal radiallahu anhu, weißt du, was er gesagt hat? Bruder, beantworte meine Fragen. Schau, schau. Warum hatte er zwei schwarze Sklaven gehabt? Sag mir mal, warum er diese Sklaven hatte. Für was? Damals waren Sklaven normal. Nicht schwarz-weiß, sondern damals waren normal. Ach, das ist normal, dass ein Gesandter Gottes, ein Alles angeblich klar. Gesandter Gottes, zwei schwarze Sklaven hatte. Das ist für dich normal. Normal, wenn die Sklaven waren, waren Sklaven halt. Damals Bruder, du waren bist eine normal. Schande Und für Afrika, Mann. Weißt du das? sag deine Sache da. Ich sag deine Sachen. Was für eine Kennst du Sache? Bilal? Bruder, Bruder, du bist eine Schande für Afrika. Ich sag dir ganz ehrlich. Digga. Also wäre ich König von Afrika, ich hätte dich verbannt für immer und ewig. Vergiss es. Digga, ich weiß, wie viele Afrikaner Muslime sind und die stolz sind. Was? Wie viel? Von was redest du Ja, denn überhaupt? Weißt du, wie viele was, Christen es was, gibt? wo, wie viel? Geh, schau mal, wie viele Afrikaner Dings sind, wie viele Muslime sind. Geh mal nach Weil sie in die Irre Gambia, geh geführt mal werden. nach Senegal. Sind alle Ja, und Alhamdulillah jetzt? Muslime. Oh Mann, Aber Leute, jetzt, so wie du, ihr so seid keine so, ihr Beziehung seid bei Islam so haben und ihr geblendet. Schwarze, warum Sogar sollte. Koran ist Bruder, abrogiert und ihr glaubt immer noch sag deine daran. Sache, Das ist so. Ist das Gott weiß oder schwarz? Sollen wir dir die Offenbarung aufschlagen, dass du es Ist das selber Gott lesen weiß oder kannst? schwarz? Sag mir, ist das Gott schwarz oder weiß? Okay, Keins komm, von wir beiden, spielen keins wie. von beiden. Hä? Keins von Warum ist beiden. jetzt im Bild weiß? Keins von beiden. Warum ist jetzt Keins im von Bild beiden. weiß? Ich sagte, warum es weiß ist, weil es weiße Menschen gemalt haben. Was weiße Menschen Ja. gemalt haben. Ja, das ist die Dann Antwort. heißt das, ist recht. Die müssen auch schwarz von Nein, halbseits schwarz, muss halbseits nicht. weiß Guck müssen mal, guck mal, gemalt. guck mal. Wenn Menschen das malen und nirgendwo in der Bibel ein Bild von Jesus ist, dann ist uns das scheißegal, wie sie ihn malen. Ach, auf die Guck mal, Okay, jetzt war warte dies, ganz guck kurz, mal, Bruder, ich sag dir hier nichts ist schon anderes. einer, ganz Du kurz, hast. Leute, hier ist einer, war dies, hier,
Da haben wir den Beweis. Hier ist so ein Ibu, der schreibt, ihr habt es verdient wie früher. Also solche wie du. Ich sag dir nochmal, Was? das ist eine Religion, das ist eine Bruder. Religion, die sind rassistisch bis zum geht nicht mehr. Die haben sogar Ach, rassistische Verse. hör Du auf. folgst dieser Religion. Rassistisch hat nichts mit Religion zu tun. Sind Doch. voll Mensch, von Menschen ist Okay, Unterschied. der Gibt Prophet Christen, Mohammed die sagt, Rassisten sind, gibt zu Muslime, einer die Utopia Rassisten der sind. Rosinenkopf. Das hat Was hat das mit Deswegen Religion zu tun? werde ich diese Religion, hör mal zu, deswegen werde ich diese Religion in 100 Jahren, solange ich lebe, niemals tolerieren. So rassistisch wie die sind. Wenn dein Herz Allah subhanahu wa ta'ala zugemacht hat, wirst du niemals regieren, natürlich. Wenn Allah Was subhanahu hat wa das ta'ala mit das aufmacht, Subhanahu dann wa wird ta'ala das zu tun? folgen. Ja? Okay, wir machen jetzt ein einfaches Spiel. Wer ist Allah? Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der angebetet werden darf. Nein, Außer nein, du Allah sollst gibt mir es keine Götter. erklären, wer Allah ist. Weil du Allah musst ist ja der wissen, wen du Schöpfer, da der Himmel und anbetest. der Wer Erde ist denn Schöpfer Allah? und mich und dich erschaffen hat. Okay, wer ist Allah? Du sollst mir erklären, was ist das für ein Wesen? Allah ist der Himmel und die Erde und dich und mich Er ist erschaffen Himmel. hat. Ha? Okay, hat Allah ein Schienbein? Allah subhanahu ta'ala ist leiser kamischer Schean. Allah ist keine so wie Hat ich. Allah zwei rechte Hände? Allah ist, kann sein, dass er zwei rechte Hände hat, aber das ist nicht so wie deine Hand und meine Hand, sondern er hat Hände, das ist keine so wie ihm, verstehst du? Bruder, du solltest weniger Gras rauchen. Was will der Kasser hat, dann hörst du dich, was redest du? Oder Alkohol, Ey, nichts gut. ey, ey, Das ist Bruder, bitte Schweinefleisch. Wadis, du bist wie Sokrates, ich schwöre. Wenn er nicht die zwei rechte Hände hat, was sind das dann für Hände? Sind das Löwenhände oder was sind das für Hände? Keine ist so wie Oder. ihm. Keine ist so wie ihm. Keine Okay, aber Mensch was ist, ist mit seinem keine Schienbein, Ding der ist so sich wie. dann entblößt? Bruder, der hat Ja? noch nicht so viel Gras geraucht. Was Was? ist. Was? Ja, Ja, wir komm, werden lass uns Gras inshallah rauchen. in Yawm al-Akhirah Ich sehen. Wir zweifle. lachen, wir fressen. Hey Jungs, ich geh Okay. schlafen. Das wird mir zu viel. Eine gesegnete Nacht. Der Typ Ja? ist durch und durch. Der Typ ist durch und Bruder, durch. der Bruder hat Der noch ist Gras wirklich geraucht, Mann. durch. Lass ihn in Ruhe, Mann. Warum nervt ihr meinen Gesegnete scheiß Nacht Bruder, euch. Mann? Okay, Mughallah. Rabbi ist raus. Okay, nicht so Mughallah. schlimm. Mughallah ist Wadis, gleich und Wadis, kann jetzt nur spielen Dua wir, machen jetzt für spielen wir euch, ein bisschen. dass Allah Wadis. euch Rechte leitet. Ja. Wadis, Ich sag wir spielen auch. jetzt ein bisschen Ping-Pong. Guck mal, wir spielen jetzt ein Nein, bisschen nein, wir Ping-Pong. reden, ihr geht jetzt zu Allah und ihr sagt, sag mal, Ich habe ganz normal gefragt, ob er ein Schienbein hat. Hat er ein Schienbein, ja oder nein? Bruder sagt einen Sachen, es ist keine ist so wie ihm. Bruder, beantworte meine Fragen. Hat Allah ein Schienbein? Frag ihn, ob er zwei rechte Hände hat. Das habe ich schon gefragt. Er hat gesagt, die rechte Hände sind nicht so wie unsere rechte Hände. Egal, nicht so Bruder ist schlimm. okay. Das, Wenigstens hat Bruder, er sag da zugegeben. jetzt nochmal. Allah ist so wie, keine ist so wie ihm. Hat Allah er, hat subhanahu Allah zwei, hat wa ta'ala Allah hat zwei rechte Macht. Hände? Er kann, was er will, machen. Aha. Lass ihn Was nur macht er Allah euch denn? recht leiten, Jungs. Und Er hat uns leider macht er nicht nicht recht so viele geleitet. Witze, wo Allah subhanahu wa Warte, warte ta'ala mal, damit warte mal. Du sorgen. musst mir diese Frage noch beantworten, weil ich habe keine Ahnung. Ich frage dich, hat er ein Schienbein? Hat Sag Allah ein mir, wenn du Schienbein? keine Ahnung hast, dann frag diejenigen, die Gelehrte sind und ich bin keine Gelehrte. Deine Gelehrten Fragst sagen du Gelehrte, selber wenn die Allah. Gelehrte dir antworten, Ja. die sagen so, dann ist so. Okay. Samina, ich habe gehört und geholfen. Einer, eure Ich Gelehrten habe gehört und sagen, geholfen. warte doch mal kurz, eure Gelehrten sagen, Allah ist Jinn ist Menschend, ja, das heißt also, Allah hat ein Schienbein, so. Und dieser Schienbein entblößt sich, ja, wo geht dieser Schienbein hin? Nein. Sag dir eine Sache, Bruder. Guck mal, Mualla, du kannst nicht mal drauf antworten, du schämst dich dafür. Bruder, was der ich hat doch schäme? zu viel Gras geraucht, Mann. Meine Religion, ich schäme mich niemals, Bruder. Ja, Meine normal, wenn du Religion, dicht bist, ja, wenn schämst du dich. Allahs Fuß Islam, sich entblößt am jüngsten Mualla Tag des aus Recht Gerichts, warum müssen wir dann vor seinem Fuß niederknien? nicht so viele Bruder, der hat noch nicht Hassverbreitung Gras geraucht. und man soll immer mit jedem Mensch Frieden leben. Du hast deine Religion, ich habe meine Religion, mal, lass meine Religion in Ruhe, ich lasse deine Religion in Ruhe. Nix da, wir lassen dich nicht weggehen. Lass deine Religion, Heute ich wirst habe du Christ. Warte mal. Eine Frage.
Können Koranverse abrogiert werden, ja oder nein? Heute könnte mir das keiner beantworten. Können Koranverse abrogiert werden? Ich wollte nur, weil du gesagt hast, deine Religion ist rassistisch, das wollte ich zu dir sagen. Bruder, du bist Alhamdulillah, du bist Moslem. Das ist doch okay, aber ich frage dich ganz normal. Können Koranverse abrogiert werden, ja oder nein? Unsere Religion ist nicht alle kommen auf deine Antworten, weißt du? Die Antworten. Ja, aber Bruder, du bist Alhamdulillah, du bist Moslem. Du musst mir doch meine. Wissen haben, verstehst du? Das ist, ich wollte nicht auf Religionen so auf Islam Antworten geben. Ich wollte nur damit. Weil du darfst auch deinen Glaube. Warte mal. Du darfst deinen Glauben nicht hinterfragen. Lass mich mal ausreden. Ich wollte nur zu dir sagen. Ich wollte nur zu dir sagen, dass was du gesagt hast, falsch ist, dass Islam ist eine rassistische Religion. Verstehst du? Anderes kann ich dir nicht antworten. Und wenn du solche Fragen hast und Interesse in Islam hast, dann fragst du diejenigen. Es gibt viele, die darüber reden, verstehst du? Darüber reden und antworten. Und so wie du so Schubha machen und die richtige Antwort kriegen. Und hoffentlich vielleicht kommst du zu Islam, Bruder. Und deswegen. Wie kann ich zu Islam kommen, wenn ich weiß, Allah hat zwei rechte Hände und ein Schienbein und es entblößt sich am jüngsten Tag des Gerichts? Wo geht dieser Fuß hin? Bruder, ich sag dir nochmal. Allah ist keine so wie ihm. Schätzt die Frage nicht, die Antwort nicht oder was? Und auf jeden Fall, Junge. Bruder, sei einfach Christ und sei leise, Mann. Ich will jetzt schlafen gehen. Oder wie ist der? Sprich die Schade aus. Ey, Mann, das ist so hart, ey. Guck mal, Bruder, das ist doch keine Debatte. Ich frag dich ganz normal. Allah hat ja ein Schienbein und es entblößt sich am jüngsten Tag des Gerichts. Bruder, ist du nur in deinem Ding, in deinem Kopf nur Allah Schienbein. Bruder. Bruder, sogar eure Gelehrten sagen selber, Allah hat ein Schienbein und zwei rechte Arme. Unsere Gelehrten? Dann, Alhamdulillah, Samina wa Atana. Wenn ich nicht von meinem Sheikh höre, Allah hat so, ja. Dann ich höre und ich. Allah. Weißt du? Leute, ihr seid so irregeleitet. Das ist der Wahnsinn. Du bist irregeleitet. Ey, sag mir, was ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Hat deine Fresse, Junge. Was ist los, Achi? Was ist dein Gott? Komm runter. Kommt der Djinn aus dir raus? Komm runter, sonst nimmst du ihn gleich in den Mund. Oha, was ist los mit dir? Guck mal, wie respektvoll ich mit dir bin. Ja, du brauchst doch nicht so böse sein. Geist, das ist der islamische Geist. Der Djinn kommt gleich raus. Warte. Weißt du, wisst ihr, er seid so neidisch, weil so viele Leute Islam annehmen. So neidisch. Er wollte Islam so schlecht. Neidisch. Weißt du, wie viele Imame eure Religion verlassen? Von was reden wir hier? So, ey, Alhamdulillah, wir Muslime. Alhamdulillah. Keine Schwarze, keine Weiße, keine Ding. Wir bieten in eine Moschee. Ich hab dir gesagt, der hat zu viel Gras gehocht. Wir bieten in eine Reihe mit Schwarze, mit Weißen, mit Chinesen, mit Afrikaner, mit allem, was gibt's. Wir sind in einer Reihe und da siehst du keine, der du bist schwarz, du darfst nicht herbeten. Du bist tot, du darfst nicht herbeten. Oder gibt so viele Bilder oder so viele Videos von euch, wo weiße Leute, schwarze Leute anderes behalten als weiß oder Was hat das mit weiß und schwarz zu tun? Genau, was hat das schwarz mit weiß zu tun, was ja, die genau. Araber oder was die Ding machen? Ja, die Araber mögen euch Schwarze nicht, das sage ich dir jetzt schon. Aber Islam mögt uns. Allah mögt uns. Ja, wenn die ja, uns nicht mögen, dann müssen die uns nicht mögen. Soll ich dir ein paar Hadithe zeigen, was die Schwarzen, wie sie drunter leiden? Oder soll ich dir Videos zeigen? Ja. Was? Dann wirst du dich wundern, was für Videos ich schon. Sollen wir dir Videos zeigen? Wo was? Von Schwarzen. Wie man Kamelurin trinkt. Trinkst du Kamelurin? Ja, hör auf, Alter. Ekelhaft. Was? Mohammed hat ja gesagt, wenn wir Kamelurin trinken, dann sind wir geheilt. Mit Milch müssen wir das mixen. Ist das okay? Was ist okay? Lecker. Kamelurin zu trinken, Kamelurin. Wenn Professor Hassalam da sagt, das ist heil, dann mach ich. Oh mein Gott. Echt? Ja? Okay, guck mal, weißt du was? Bruder, guck mal, egal wer bei dir krank ist, egal wer, weißt du was wir machen? Ich bestell dir Kamelurin. Allah Azza wa Jal, du musst trinken. Was?
Wie was? Was redest du? Nochmal. Ich bezahle Kamelurin für dich. Und dann mixen wir das mit Milch. Allah Azzawajal, du musst trinken. Was Allah hat, was redest du? Was redest du da? Hey. Ist so viel für den. Oder der weiß nicht, was Okay. Kamel ist. Okay, guck mal, wir machen das einfach. Ja? Mohammed hat gesagt, Alles wenn du, klar. genau, wenn du Kamelurin trinkst mit Milch, dann heilt es deine Krankheit. Und Allah Da mag Azzawajal, ich, ich bring dir das das. mache ich. Mag ich dann. Das macht er, Allah ja. Azzawajal, ich bring dir das. Ich kaufe das für dich. Ich bestelle dir jetzt in Brauche nicht von dir, Amazon, dass du mir kaufst. Ich kann mir auch guck selber mal. besorgen. Guck Der mal, kann nein, sich nein, selber besorgen, ich Bruder. bestell die, guck mal, ich lasse das von Arabien importieren, ist kein Problem. Und dann gebe ich dir Allah Azzawajal, ich mache das für Bruder, ich dich. sag dir eine Sache. Der Islam ist die Wahrheit, Bruder. Glaub mir. Egal was du Echt? sagst, egal was Also, wenn man du Kamelurin trinkt mit Bruder, Milch, ist die Islam Wahrheit, ist das die heilt Wahrheit. Krankheit. Islam ist die Wahrheit und furcht Allah Ja. und kehrst zu Allah zurück und mach keine Fitna, Azzawajal. mach keine Christen, Muslim hier, weil du keine Ja. Ahnung hast auf dieser Religion, sagt, schwarze Bruder, ihr folgt einer Religion, was ist das? Azzawajal, Digga, Ochsenbillah. hau auf mit deinen Du bist Schwachsinn, ein Lügner. Du bist ein Schwachsinn, Lügner. Schwachsinn Sachen, Digga, Schwachsinn Sachen. Wallah, Ochsenbillah, richtig du bist ein Schwachsinn. Das Lügner. hat nichts mit Religion zu tun. Du Wenn Lügner! eine Muslim oder so eine Schwarze hast, das hat Astaghfirullah, du nichts, musst recht geleitet nichts, werden. nichts Du musst mit, recht geleitet werden. Bruder, auf Nichts jeden mit Fall heute Religion zu tun Shisha. Und du lügst einfach, Du lügst. aber du keine Ahnung hast. Du Lügner, weißt du? Ochsenbillah. Weißt du? Ochsenbillah. Ochsenbillah. Subhanallah, du Lügner. Bruder, wir versuchen dir zu helfen und guck, was du Ach, sagst. Azzawajal. Alhamdulillah, der will Alhamdulillah, Kamelurin das trinken. Ha. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir Ja, die der Schiere Brust. geleitet, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Brust. Weißt, Alhamdulillah, Lügner. das ist der Astaghfirullah, beste Bruder, Weg, du was musst ich. recht geleitet werden. Du musst recht geleitet werden. Möge Allah dir recht Was leiten. hab ich, aber was hab ich getan? Ich versuche dir zu helfen. Du willst nichts helfen, du willst nur Schubha machen und unsere schwarze Bruder hier schlecht, yani, du wolltest nur Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wir machen das kleine so. Ding Guck mal. machen. Also. Ich bestell dir, hör zu, das ist kein Wow. Spaß jetzt. Ich Jetzt fängt bestell der dir Deal an. Kamelurin. Ich bestell dir Kamelurin. Und dann mixen wir das mit Milch und deine Ich Krankheit sag ist dir eine geheilt, Sache, egal welche Krankheit. dann gehe ich raus. Ich sag dir eine Sache. Ja. Die Religion hat mit Person nichts zu tun. Verstehst du? Ja, aber ich rede Religion gerade hat von mit Person nichts zu Kamelurin. tun. Wenn jemand so macht, davor kann diese Religion nichts. Dieser Mensch macht, nicht diese Religion macht, sondern dieser Mensch macht. Ja. Christen oder Muslime oder Juden, egal welche Religion. Wenn Ich versuche dir Personen deine so Augen machen, zu öffnen, aber du verstehst das, glaube ich, nicht. das hat diese Religion nichts mit diesen Sachen zu tun. Verstehst du? Verstehst du? Wenn weiße Leute uns Schwarze hassen, egal Muslim oder Christen, dann sage ich nicht, ah, weil die Christen sind, hassen uns. Nein. Diese Person als Weiße hasst mich. Fertig. Nicht diese Religion. Diese Religion hat nichts mit nichts zu tun. Keine Religion Ja. sagt zu denen, mach Schwarze, hat Schwarze, mach Weiße. Weißt du, was im Ja. Islam ist? Im Islam sagt zu uns, Allah subhanahu wa ta'ala schaut nicht euer Aussehen, er schaut nicht, wie ihr reich seid, oder er schaut nicht, wie ihr seid, wie ihr aussieht, oder wie ihr reich seid, sondern euer Iman. Wie bist du mit Gott? Wie furcht, yani, wie. Aber Bruder, Bruder, warum beantwortest du meine Frage nicht? Ich habe gesagt, was ist mit Kamelurin? Ja, du gehst, keine Ahnung, irgendwie Kamelurin und so. Wir sind in andere Thema, du gehst in andere Thema. Wir wollten, Nein, wo aber ihr du geredet kannst meine habt ihr Frage nicht mal gesagt, beantworten. Ich habe, guck nein, mal, ich habe das mit den Schienbeinen erwähnt, du Bruder, gibst mir keine Antwort. schau mal, Ich sag dir zwei schau rechte mal, Hände, du gibst du mir hast keine gesagt, Antwort. Ich rede du über hast gesagt, Kamelurin, du gibst mir keine nein, Antwort. da, wo ich reingekommen bin, ich bin nur reingekommen, weil du gesagt hast, Islam hat schwarze Leute, weißt du? Ja. Ich stimme das nicht. Hat nichts mit Religion zu tun, wenn ein weißer Mensch mich hasst, verstehst du? Und
Man soll nicht einfach so reden. Man soll mit jedem Menschen Frieden leben. Egal Muslim oder Christen, Juden. Lass du, gibst ihm Nasiha, sagst du so, 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 meine Region ist so, so, so. Wenn der dich hasst, wenn er sagt, komm, ich komme zu deiner Region, ist gut. Aber wenn er sagt, nein, ich habe meine Region, dann lässt du ihn in Ruhe. Verstehst du? Kein Zwang. Aber warte, kannst du mir sagen, was heilt denn alles Kamelurin? Was heilt denn alles Kamelurin? Ja, Kamelurin. Bruder, wir haben eine andere Thema, du bist ein anderes Thema. Allerdings, gute Nacht und breite deine Schwachsinn her, Bruder. Und wenn du Fragen hast, warum Kamelurin heilt ist, dann fragst du Ulama, fragst du diejenigen, die wissen darüber gut, sich informiert haben, ja, gelernt haben. Okay, Holi, ich mach dich groß, bitte zeig uns das mal mit den Kamelurin. Ich glaube, die Leute glauben das einfach. Bruder, ich mach dich groß. Ich hab das Video nicht mit Kamelurin, Bruder. Nein, ich meine den Vers. Boah, da muss ich am PC, Bruder. Warte, ich komme nicht mehr in die Quelle rein, Bruder. Ich habe ja Telegram gelöscht. Oh, scheiße. Okay. Ja, ich komme da nicht mehr rein. Wir werden dann nur noch am PC, aber... Ja, Jungs, gute Nacht und mach's keine Fitne her, keine Schwachsinn, Jungs. Macht schlechte Leute, der ist so, die Islam ist so, Deutschen sind so, Christen sind so. Nein, mach das nicht. Lass Leute alle Frieden leben. Und davor kann diese Religion nichts. Mach keine Religion schlecht. Bruder, du musst recht geleitet werden, Bruder. Möge Allah euch auch recht leiten. Ich mache möge der Herr Jesus Christus dich auch recht leiten. Alles gut. Ich sage dir auch von meiner Seite, möge Allah SWT dich recht leiten. Gute Nacht. Nur Jesus Christus ist das Licht und die Wahrheit und kein anderer. Jetzt ist er raus. Das war meine Antwort an ihn, Bruder. Ja, komm, dann holen wir mal den. Bruder Flex. Jihad, ey, wie geht's dir? Allah, danke dir, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Oh, mir geht's gut, und dir? Wallah, Flex, ich muss dir ehrlich sagen, versteh mich bitte nicht falsch, du kannst mich entweder rauswerfen oder es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen. Es tut mir auch irgendwie weh und leid. Aber irgendwie, Flex, ich muss es dir wirklich sagen, ich weiß nicht, wie du dich wirklich fühlst, wenn du sowas sagst oder so, weil, guck mal, wir sprechen über Allah, über der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch wenn du es nicht so siehst, auch wenn es 2 Milliarden Menschen nicht mehr so sehen. Und es wird beleidigt, es wird gelacht. Du sagst zum Beispiel Kamelurin, du sagst zum Beispiel Schienbein. Schau mal, wenn wir jetzt zum Beispiel die Christen anschauen, die einen Menschen als Gott sehen, der hat nicht nur ein Schienbein, sondern der hat 2 Schienbeine. Er hat nicht nur eine Hand, sondern 2 Hände. Er hat nicht einen Finger, sondern 10 Finger. Was willst du denn da sagen zum Beispiel? Wirst du auch sagen, ey, euer Gott geht auf Toilette, euer Gott hat Ohren, ha, 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 ha. Weißt du, was ich meine? Warte ganz kurz, Flex. Was bringt das, Flex? Ich weiß nicht, ob du... Versteh mich bitte nicht falsch. Irgendwann mal verlassen wir die Erde, Flex. Wir werden unsere Rechenschaft ablegen. Die werden uns fragen, aber, ja, Flex, Jihad. Aber nicht bei dem Gott, der seine Füße, was sich entblößt und vor dem jüngsten Tag des Gerichts. Moment. Lass mich nur kurz bitte ausreden. Guck mal, Jihad. Du bist ja schon ein paar Mal in meinem Stream gekommen. Mit dir kann ich ja reden. Wir können ja auch sehr sachlich reden. Ich versuche, die Leute einfach deren Auge zu öffnen. Ich bin noch nicht fertig. Wenn Allah sagt, er hat ein Schienbein, dann frage ich mich, okay, Schienbein, und warum entblößt sich denn dieser Schienbein? Und warum müssen wir am jüngsten Tag des Gerichts vor seinen Schienbein niederwerfen? So, die nächste Frage ist, Allah hat 2 rechte Hände. Ja, was sind das denn für 2 rechte Hände? Ist er Dinger von, wie heißt das nochmal, das eine Spiel da? Scheiße, ich hab vergessen, wie das Spiel nochmal heißt. Flex,
Flex, Warte, ich bin noch keiner nicht ist ihm fertig. gleich. Ich bin noch nicht fertig. Und das Warte, ich bin noch Allerschlimmste nicht ist, fertig. ich bin noch nicht fertig. Warte mal, Das Champion, Allerschlimmste ich ist, muss dich ganz fertig. kurz stummeln, weil man hört uns doppelt. Wenn ich dir jetzt Verse zeige, ja, aus dem Hadith, wo Mohammed klipp und klar sagt, hey, ihr müsst Kamelurin trinken, ja, das heilt eure Krankheit, ja, und dann mixt ihr das mit Milch. Dschihad, würdest du das denn machen? Glaubst du an sowas? Wusstest du, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass Kamelurin ganz viele Ja. Bakterien enthält? Okay, Bruder, Das wenn hat mit das. Heilung nichts zu tun. Wie könnt ihr denn sowas folgen? Ich Bruder, verstehe das nicht. wenn Ich wir von versuche einer es euch nur wenn zu wir von sagen. eine wenn wir von einer Kuh, wenn wir eine aus einer Kuh Milch trinken, wenn wir von einer Biene ihr Honig Das wird nehmen. verarbeitet, das Warte doch kannst du mal, doch nicht. Bruder, warte doch mal, Oh. Bruder. Aber nur ein Beispiel, ich verstehe dich nicht, Flex. Ich sag dir jetzt nur von Bruder zu Bruder. Von Bruder zu Bruder, Wallahi, das ist eine, ob du es annimmst oder nicht. Wallah, Flex. Ich will nichts von dir. Ich will noch nicht mal 1 Euro von dir. Wir werden sowieso arm sterben. Wir werden keinen Cent mitnehmen. Mir geht's nicht hier um Taler. Mir geht's nicht hier um Anerkennung auf TikTok. Ich könnte hier reißen und machen und tun. Mache ich aber nicht. Mir geht's nur darum, Ja. Flex, mein Bruder. Wallahi, das sage ich dir von Herz zu Herz. Wir sprechen nicht. Wir sollten sogar über einen Hausmeister Respekt haben. Wir sprechen hier über den Allmächtigen, ja, Flex. Ich sag dir doch wieder, die Christen glauben an Gott als Mensch. Als ein Mensch. Verstehst Der du es? stimmt Er hat nicht. nicht nur Der ein stimmt nicht. Stirn, Der sondern stimmt nicht. Der Der stimmt stimmt nicht. nicht. Nein, Gott ich ist meine, Geist als und Mensch, Wissen. aber er war ein Mensch. Er ist Ein als Teil, Mensch nein. gekommen. Guck mal, Kolosser 1, Jesus ist doch 15, als Mensch er gekommen. äußerte sich als Menschen, Ja. damit wir ihn als Menschen sehen. Ja, Okay, okay, aber aber er ist er als ist Gott Mensch. der Wesen, Gott den wurde siehst zum du nicht. Mensch. Ja, genau. Ja, Gott wurde Nicht zum der Mensch. Also Mensch, hat er guck nicht mal, nur ein nicht der Schienbein, Mensch sondern wurde zwei zu Gott, Schienbeine. sondern Gott wurde zum Ja? Mensch. Das ist der Ja? Unterschied. Beispiel. Aber es geht mir nur ums Prinzip. Ihr lacht, ihr beleidigt, ihr macht euch Späße. Okay, Wenn auch was ist die Muslime das Beleidigung? machen, sie Nenn werden uns auch eine zur Rechenschaft Beleidigung. gezogen. Sie Nenn uns werden auch eine unter die Erde Beleidigung. gehen, sie werden auch bestraft. Aber Dschihad. was sie damit tut, sowas Also schauen sich. Eure du Videos nennst das werden Beleidigung, geteilt. wenn wir aus den Eure Videos Schriften werden von zitieren. Millionen von Menschen gehört. Wie soll man da seine Seele retten? Wir werden irgendwann mal die Erde verlassen. Ob ein Muslim die Christen beleidigt, er wird zur Okay, Rechenschaft warte, gezogen. warte, ich muss dich kurz Das ist kein unterbrechen. Spaß. Ich muss dich kurz unterbrechen. Guck mal, ja, wir werden die Erde verlassen. Ja, aber nur, wenn wir den wahren Gott erkannt haben. Und wer den wahren Gott nicht erkannt hat, ich sag dir ganz ehrlich, der schmort in der Hölle auf Ewigkeit. Deswegen müssen die Leute den wahren Glauben erkennen. Denn wenn du die Schriften liest, erkennst du sofort, was von Gott kommt, und du erkennst sofort, was nicht von Gott kommt. Und deswegen müssen die Leute beide Bücher lesen, damit sie unterscheiden können. Das kommt von Gott, das kommt nicht von Gott. Und wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, dann sollte man auf diese Argumente eingehen und sagen, hey, der Flex hat gerade eben erwähnt gehabt, Kamelurin. Okay, ich recherchiere mal selber nach, stimmt das, was Flex gesagt hat? So, aber anstatt das jedes Mal zu verleugnen, obwohl es da drinne steht, das ist für mich eine Art Arroganz und Egoismus. Das ist schon für mich, das geht Richtung Egoismus. Ja, das ist schon egoistisch. Ja, man sollte danach recherchieren. Wenn du mir zum Beispiel was sagst, dann recherchiere ich das und gucke, labert er vielleicht Scheiße, labert er keine Scheiße. Du musst danach recherchieren, weil wenn du das nicht tust, woher sollst du es wissen? Du musst doch die Wahrheit erkennen. Du musst erkennen können zwischen Gott, Ja. du musst erkennen können zwischen Dunkelheit. Du kannst nicht der Dunkelheit die ganze Zeit folgen und sagen, ah, doch, doch, das ist Gott, das ist Gott, das ist Gott. Aber dabei hast du kein einziges Wort davon gelesen. Und das ist sehr traurig. Der Das ist Bruder, aber sehr, sehr traurig. du weißt doch auch, dass in Tieren auch Medizin drin ist, auf eine Art. Aber Wie nicht zum Beispiel, Kamelurin. jetzt ganz ehrlich, ich habe mal hier auf ProSieben gab es mal auch eine Doku über Kamel und Kamelurin wurde als Medizin gebracht im Fernsehen, im deutschen Fernsehen.
Zum Ja, aber Beispiel, im ja? Islam, aber es ist nicht Medizin, wenn es Aber, wissenschaftlich ist es schon mal bewiesen, dass aber es schau mal, ganz Flex, viel, du sagtest ja. zum Beispiel, wer einen gesunden Verstand hat, es muss passen. Also es muss Klick machen. Du sagst, du hast richtig gesagt. Jetzt zum Beispiel, du holst jetzt manchmal Schau im Überlieferungen. Internet nach, Kamelurin Ja, ist schädlich, schau schau mal. nach. Ja, schau mal, du holst zum Beispiel Überlieferungen, wa? Du sagst zum Beispiel Sahih, Bukhari, 1, 2, 3, 2000, noch was, bla bla bla. Zum Beispiel, Flex. Alles schön und gut. Aber ein hoher Gelehrter von Saudi-Arabien hat gesagt, ich wiederhole mich nochmal, wenn es nicht übereinstimmt mit dem Koran, ist es wertlos, diese Überlieferung. Auch wenn Ja, es aber Bukhari ist, auch wenn es der Sahih ist Koran und wie das heißt. abrogiert sich ja von selbst. Bruder, weil das Ding ist nur, diese Überlieferungen, Bukhari oder so, sind weder Propheten noch was weiß ich. Das waren nur für wahrscheinlich Anhänger oder irgendwelche, also auch der Prophet war natürlich ein Mensch, aber er war ein Prophet. Und der Koran es wird ganz anders geschrieben als die Überlieferung. Wenn du es richtig liest, Bruder, den Koran und die Überlieferung, erkennst du einen Unterschied. Zum Beispiel, man sagt Hände oder man sagt Schienbein. Im Koran steht geschrieben, Ja, der im Arme, die hat. 112 zu 4, keiner ist ihm gleich. Keiner ist ihm gleich. Okay, Also nichts aber und warum hat er keiner ein ähnelt Schienbein Allah. dann, wenn keiner ihm gleich ist? Was ist das dann für Bruder, ein Schienbein? wenn im Koran steht, Allah hört euch und sieht euch, heißt jetzt nicht, dass Allah Ohren und Augen hat. Das müssen wir anders verstehen, Bruder. Okay, Ich habe das dir meine erklärt, ein Frage ist, iPhone. wenn Allah ein Schienbein hat, was ist das dann für ein Schienbein? Wenn es nicht so aussieht wie unser, was ist das dann für ein Schienbein? Das kann man, auch wenn es so gesagt wird, für uns ist es schwer Ich zu dachte, verstehen. Allah Ist. ist allmächtig. Ich dachte, Allah kann erklären, wer er ist. Ich dachte, Allah kann sein Schienbein Geht doch erklären. nicht, Aber Bruder, wenn wie soll das man nicht das mal erklärt wird erklären? im Moses Koran. konnte ja noch nicht mal Gott erklären. Moses konnte ihn noch nicht mal sehen. Wie soll er ihn denn Also erklären, laut Bibel Bruder? wissen wir, wer Jesus Nein, Christus ist. Bruder, jetzt ganz ehrlich, Moses konnte ihn noch nicht mal sehen. Er konnte mit ihm sprechen, aber nicht Ja, im sehen. Koran konnte Moses das vielleicht nicht erklären, wer Allah Auch in ist. der Aber Bibel, es gibt bei doch die uns in der Filme von ihm, Bibel. Bruder. Es gibt doch die Filme von ihm über Moses, der konnte ihn auch nicht sehen. Sonst hätten sie ihn doch gezeigt. Auch in der Wir reden aber Bibel. von Jesus. Jüdische Filme haben sie rausgebracht. Vielleicht war das ein jüdischer Regisseur. Der hat gezeigt, er konnte Gott nicht sehen. Er hat mit ihm gesprochen über diese Feuerpflanze. Er hat ihm gesagt, zieh deine Latschen aus, du bist am heiligen Boden. Dann hat er gesagt, kann ich dich nicht sehen? Nein, kannst du nicht. Hat er sich doch nicht gezeigt, Flex? Du musst Guck doch die mal, Wahrheit sagen, mein Bruder. die Antwort habe ich immer noch nicht bekommen. Ich habe ja gefragt, wenn Allahs Schienbein nicht dem gleich ist wie wir, wie sieht denn sein Schienbein aus? Was ist das dann für ein Schienbein? Wenn Allah sich im Koran nicht mal erklären kann, warum er ein Schienbein hat und das sich entblößt, es entblößt sich ja. Und am jüngsten Tag des Gerichts müssen wir uns vor diesem Schienbein quasi Glaube ich. niederknien. Ein Flex, wir Schienbein, gönnen das uns sich das. entblößt. Weißt du, was Bruder, entblößen heißt? Es wir gönnen entblößt uns sich. das. Es fliegt Bruder, rum, dieser ja, Schienbein Bruder, fliegt rum und vor nee, kann diesem man Schienbein nicht. müssen wir uns niederknien. Bruder, wir können es nicht beschreiben und es ist unbeschreiblich, wir wissen es nicht. Weil Gott im Koran steht geschrieben, keiner ist ihm gleich. Er ähnelt niemanden. Er ähnelt niemanden. Auch im Oh, Lukas-Evangelium steht Dschihad, geschrieben, auch im Lukas-Evangelium steht doch geschrieben, du warte sollst dir kein kurz. Bildnis machen Warte von kurz. uns. Holi, bitte geh am Computer, zeig das mit dem Schienbein, bitte, weil Lass doch die mal Leute. diese, mit dieser Überlieferung und so, Warte Flex. kurz, Lass uns warte doch einfach kurz. normal sprechen, Ich hole Flex. das hier aus dem Internet raus. Tu mir einen Gefallen, bitte, Ja. Flex. Tu mir bitte einen Gefallen. Ich wollte dir das nur vom Herzen sagen. Ich überlasse es dir. Wallahi, ist keine Bedrohung oder irgendwas. Du weißt ganz genau, ich Ja. mag dich sehr. Ich mag dich, Wallahi, sehr. Aber Ja. auch wenn es ein Muslim wäre, der sich lustig macht oder der sagt, Gott, ja, hier, der ist so und so, würde ich ihn auch sagen, ey, sei vorsichtig, Bruder. Wir werden eines Tages diese Erde verlassen. Und wir werden Ja. Rechenschaft ablegen. Egal, wie viel Taler man verdient jetzt oder sonst was mit im Namen Gottes oder sonst was, wir sollten uns nicht lustig machen. Das ist Okay, das, warte, ich was mach ich dir nur kurz sage, einen Flex. Mehr will ich nicht, Flex. Ich will jetzt nicht irgendwelche Quellen hören oder von Kamelurin oder sonst was. Das bringt nichts, Flex. Das bringt nichts. Ja. Ich würde mich wünschen, mit dir über Sport, über Bodybuilding zu reden, über Boxen. Wallahi, da kommen wir weit mehr. Und du könntest auch vielleicht Geld machen damit, mit Sport, weil du hast einen tollen Body mit Eiweiß Habe ich oder doch schon. Ernährung oder sowas, Ich habe Bruder. schon Profi, Aber ich habe schon nicht. Profisport, ich habe schon Ja. Profisport hinter mir.
Ja, nein, ich will nur damit sagen, Flex, das ist diesen Tipp, was ich dir gebe. Du kannst mit anderen Sachen vielleicht Geld machen, aber nicht im Namen Gottes mit irgendeiner Religion oder irgendetwas. Das hast du nicht nötig, Flex. Du Warum? bist zu Aber stark dafür, Flex. das hat doch jetzt mit TikTok nichts zu tun. Wir tun ganz Du normal bist, Bruder, Aufklärungsarbeit du machen. bist zu stark dafür, dass du andere erniedrigst, dass du andere fertig machst, dass du dich über Nein, lustig es geht doch machst, nicht um über Erniedrigen. Es geht nicht um Wallahi, Flex. Erniedrigen. Das hast du nicht nötig, Flex. Ich sage es dir von Herzen, mein Bruder. I love you, I love you. Ich wünsche dir Ja. eine gute Nacht. Und inshallah, wir sehen uns, Bruder. Das ist das nur, was ich dir sage vom Herzen. Wallahi, mehr will ich nicht von dir, Bruder. Okay, Habibi Ja, Flex. alles gut. Aber es gibt Okay, ja gar keinen Flex. Problem, mein Gott. Ja. Bis dann, gute Nacht, Flex. Also gute Nacht, Bruderherz. Alles Bruder gut. Gute Nacht, Flex, Bruder. pass auf, ich mache dir auch einen Vorschlag. Am Sonntag treffen. Sonntag, ja, jetzt heute meinst Genau, heute. Ich stimme schon ein du? bisschen Dschihad zu. Darüber werden wir auch reden. Das war eigentlich das Ja. Thema, wo ich mit dir reden wollte. Ja, das werde ich hier öffentlich nicht machen. Ja, das sollst nur du wissen. Du wirst dann den Kontext verstehen, was ich meine. Ja. Du versuchst Feuer mit Feuer zu bekämpfen jetzt. Verstehst du? Das ist der Grund, warum ich auch hier aufgehört habe. Ja. Letztendlich wird uns das nichts bringen, sage ich dir ganz ehrlich. Das wird immer und immer so weitergehen. Auch ohne dich werden das andere übernehmen und das weitermachen. Ich würde dir raten, Bibel lesen auf jeden Fall. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Tanken. Lass dich nicht zu viel ablenken von dieser Ehelehre-App. Ja. Ist ja schön, wenn du hier Aufklärung machst, Bruder, aber guck, dass du die Bibel erstmal liest. Das war auch das Erste, was ich gemacht habe, wo ich die Bibel hier, die App hier gelöscht habe für 2, 3 Wochen. Aber ich muss eine schöne Geschichte erzählen gleich. Ja, Bruder, aber der hat nicht ganz Unrecht, sage ich dir ganz ehrlich. Das wird hier nicht aufhören, verstehst du? Nein, aufhören wird es Wir nicht, haben aber die Leute gute sollen halt Apologeten, die wenigstens die unterwegs Wahrheit sind. erfahren. Ja, aber wir haben ja schon genug Apologeten, verstehst du? Die Leute würden sich mehr freuen, wenn wir uns ein bisschen mit der eigenen Religion beschäftigen. Ja, und da gibt es sehr viel Absolut. zu beschäftigen. Du wirst Jahre brauchen, bis du die Bibel verstehst. Sage ich dir jetzt schon. Ja, das auf jeden Fall, das geht nicht so schnell, das stimmt. Du kannst dann als Apologet unterwegs sein, weißt du, und dagegen argumentieren, weil ich habe schon gesehen, dass die dein Bild exposen. Und meine so, du wärst kein Gegner für die, du weißt, wen ich meine, diese Gummibärchen. Aber ich sag auch, hey, wenn die das machen, wundert es mich nicht, dass Flex auch das macht. Ganz ehrlich, die sollen auch ihre Leute zurückhalten und sagen, hey, hört auf, gegen Christentum zu schießen. Richtig. Sonst werden ihre Leute auch nicht aufhören. Also ich verstehe nicht, warum sie immer zu uns kommen, uns das sagen und nicht ihre eigenen Leute aufhalten. Also irgendwo denke ich, bei denen ist eine Sunna. Sie kriegen Hasanat und deswegen machen die das. Und wenn ich Ja. jetzt beide Seiten beobachte, Bruder, alle beide machen das Gleiche. Also nicht, der eine nicht, macht nicht mehr und der andere macht nicht weniger. Keiner lässt nach. Keiner. Ja, sowohl die Muslime als auch die Christen. Ja. Und wenn die ihre Leute nicht weghalten können, also wenn hier die Muslime die ganze Zeit hier reinkommen und sagen, ja, Wallahi, das und das und das und das. Leute, dann guckt, dass ihr erstmal eure Leute fernhält. Wenn ihr es schafft, dass die aufhören, dann werden die Christen auch aufhören. Definitiv. Das weiß ich jetzt schon. Automatisch. Der Bruder, die geben ihnen die Plattform. Verstehst du? Die machen Christentum und die Christen machen Islam. Warum ist das dann so? Findet den Fehler. Beide Seiten sind schuld und das wird nicht aufhören. Und beide werden ihre eigene Religion vergessen. Das ist das Problem. Die reden von der Religion, die anderen reden von der. Ich habe ja die Muslime gefragt wegen ihrer eigenen. Die kennen ihre eigene Religion nicht, Bruder. Und das sind diese Leute, die über Christentum machen. Dann frage ich die Christen wegen ihrer Religion. Die kennen ihre Religion auch nicht, ja? Und dann sagen die, ja, du bist nur, du willst uns nur ins Lächerliche ziehen. Nein, nein, ich habe alle Religionen gut studiert, also ich kann mitreden bei hohem Niveau. Ja. Aber ich mache das nicht mal, Bruder. Das bringt uns nicht weiter. Aber Letztendlich ich machst muss, du dir ich Feinde, muss, mehr ich muss. Feinde als Freunde. Und die das feiern, guck mal, was mit mir passiert ist. Die das feiern, das sind die Ersten, die vor dir abhauen. Ja, versuche auf jeden Fall in Liebe zu sein. Er hat jetzt recht mit dem Bruder hier, der gekommen ist, der Afrikaner. Der hat sich auch ein bisschen aufgeregt. Der kennt sich nicht aus. Das ist Ungewissheit, schützt halt nicht vor der Gefahr.
Es kommt immer an der Angehensweise. Wie bringst du es ihm bei? Wenn du es ihm nicht richtig beibringst, dann denkt er, du willst gegen ihn schießen. Richtig. Ja, deswegen musst du vorsichtig sein. Ich muss trotzdem eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar hat mich eine 16-Jährige kontaktiert und hat sie gesagt, hey, sie weiß nicht, was für ein Glaube sie annehmen soll. Vergiss sie, Woher? vergiss sie. Bruder, du bist nicht ihr Warte. Papa. Nein, Also. aber warte, ich will es dir nur erzählen. Und dann hat sie gesagt, ja, in der Schule wird dir die ganze Zeit zugemunkelt, das Christentum ist falsch, nur der Islam ist das Einzigartige und das Wahre. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, voll krass. Dann hat sie noch weiterhin geschrieben, so, bitte, ich habe deinen Stream gesehen und ich habe gemerkt einfach, du tust gewisse Sachen exposen. Kannst du mir bitte erklären, was damit gemeint ist, etc. Hey, am Reach. Da hat sie geschrieben, kannst du mir das bitte erklären? Nicht, dass ich den falschen Glaube annehme, etc. pp. Weißt du, was ich dann gesagt Bruder. habe? Da habe ich Ja. gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, ich schicke dir später eine Nachricht. Ja, und es ist richtig. Und die Sachen, was sie hinterfragt hat als eine 16-Jährige, ja, das Ja. finde ich echt krass, weil es gibt nicht so viele, die so überlegen. Ich sag's dir Ja, ganz es ehrlich. gibt, Bruder, ich habe auch gemerkt, das Alter hat mit der Religion nichts zu tun. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch. Es ist schön, ja, als junge Typen, junge Leute sich damit zu beschäftigen, aber du kannst nicht einen Vers nehmen und die ganze Schrift auslegen und sagen, ja, so ist es, die Religion zu verstehen. Das ist falsch. Guck mal, Muslime haben Tafsire und wir haben was? Wir haben Alt- und Neues Wir haben die Testament. Bibel. Ja, wir haben Richtig. Alt- und Neues Testament. Das ist wie ein Puzzle. Ja? Du fängst Neues Testament an und hinten im Alten Testament gibt es die Antwort meistens zu finden. Ja. Das heißt, die Prophezeiung Jesus zum Beispiel. Ja, wir haben ja heute ein bisschen die Bibel einstudiert. Ich habe ein paar Geschwister auch geholt, die konnten sich gut schlagen. Wir haben auch ein bisschen gelacht, weil da einfach der eine hat irgendwie die Trinität irgendwie voll falsch verstanden. Der hat sie falsch ausgelegt. Muss ich mehrfach. Das ist zum Beispiel interessant. Ja, okay, wenn die Muslime diese Dawa machen, dann müssen die sich nicht wundern, dass die Christen auch sowas wie eine Dawa machen. Und deswegen habe ich gesagt, das wird nicht aufhören. Ja, ein Geben, ein Ja. Nehmen. Und wenn die Muslime sagen, Christentum ist falsch, werden die Christen auch sagen, der Islam ist falsch. Richtig, richtig, ist Ja, so, ist so. das wird nicht aufhören, das wird nicht aufhören. Das wird Absolut, nicht aufhören, absolut. aber dann sollen die bitte mit dieser, wie sagt man, Doppelmoral aufhören. Weißt, warum gehen die nicht zu den Leuten und sagen, hey, pass mal auf, ich gehe jetzt auch zu den Christen und sage ihnen auch das Gleiche. Die werden nicht aufhören. Die werden nicht aufhören. Der Hamdi macht das ja seit über 15, 16 Jahren, also das heißt, der Typ ist unbelehrbar. Der merkt gar nicht, die Zeit vergeht so schnell und der merkt nicht, der ist schon über 50. Ja gut, haben die es eh nicht mehr zu helfen. Der Kerl ist ja sowieso fehlgeleitet, wo es nur noch geht. Deswegen den Kerle, den kann man eh nicht helfen. Ne? Also es ist einfach Fakt. Ja, So, ist schon ein Spielchen geworden hier in TikTok. last Muslim, I give you your way. Was geht ab, Junge? Was geht ab? Was geht, Bruder Herz? Hey, ich bin gerade aus Köln zurück. Wir waren auf Octagon. War geil. Einfach geil. Käfigkampf, wer hat gekämpft? Christian Eckeling, Muell hat gekämpft, Kerim hat gekämpft, Dennis hat gekämpft, so ein paar andere haben noch gekämpft. Leider hat Eckerlin verloren. 2 Uhr. Aber Muell hat gewonnen. Kerim hat gewonnen. Dennis hat auch verloren. Der Kölsche Jung. War geil. War ein richtig geiles Spektakel. Ja. Werde nie wieder nach Köln gehen, Bruder. Ich war in McDonald's. Alle Männer haben mir ausgegeben. Oh, ich dachte, ich bin im siebten Himmelreich. Bis mein Kumpel gesagt hat, hey, die stehen auf dich. Das ist wegen dem Bart, Holly. Bruder, das war wirklich so, Alter. Die haben mir alle ausgegeben. Bruder, Hey, ich bin auch raus. Habe ich schon fast das hat gesagt. was mit deinem Bart zu tun, das hat was mit deiner Brille zu tun, das alles Welche Mögliche. Straße war es nach Huno? Welche Das Straße? war so eine Schwulenstraße. Keine Ahnung, Alter. Alle waren schwul. Bruder, aber das Schlimme war,
Bruder, das waren Türken. Ne, das waren ja, Türken. Was denkst du denn, was es da gibt? Bruder, das waren Türken. Ich habe gedacht, okay, die sind auf jeden Fall nicht gay. Und dann hat mein Kumpel bestätigt, die sind alle hier schwul. Ist so, echt? Der so, ja, Mann, guck, die geben aber dir gleich Olli, aus. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was machst du in dieser Straße? Ach, Uno! Ja. Hätte ich lieber nichts gesagt. Nein, wir hatten. Ey, Flex, halt Abstand, Bruder. Halt Abstand, Bruder. Bruder, das Ding ist, wenn ich jetzt Holi sehe, ich muss direkt mich immer umdrehen. Wer weiß, ob, wenn ich einmal ein Stück runterfallen lasse, dass der mich nicht attackiert, ey. Also, ich sag ganz ehrlich, ich habe heute, also. Männer mit Bart gesehen und hab echt gedacht, scheiße, etwas ist falsch gelaufen bei denen. Also oben und braun, unten haben sie dünne Beine. Ich verstehe das nicht. Wie geht das? Und dann tragen sie noch, und das ganz Schlimme, dann tragen sie diese Hochwasserhosen an. Verstehst du, da haben sie die an. Denkst du, entweder ist ein Weib vor dir oder sonst irgendwas? Ja, absolut. Also Holly, beim nächsten Mal, bitte guck, dass sie Baggy Jeans anhaben. Oben breit, unten breit. Ja, Bruder, ich konnte ja nichts sehen, die waren an der Theke, ich war bei McDonald's. Ich wollte ja nur was kaufen mit meinem Kumpel und da hat er gesagt, hey, der ist Aramäer, keine Ahnung, warum er das gesagt hat. Auf jeden Fall hat es den Typen gar nicht interessiert, der hat mich verliebt angeguckt, das geht aufs Haus. Was schlecht. Ja, der steht doch. Hast du es sonst bekommen? Wie Pascha. Ja. Wieso hast du ihn größer gemacht? Der Bruder will das nicht, Mann. Guck, der hat schon beendet. Siehst du? Oha. Der ist ja gleich rausgegangen, der Bro. Natürlich, der war erschrocken. Der hätte ich auch gemacht. Ja. Wenn du ihn größer machst, dann. Freddy Krueger kommt, ey. Zack, bam, raus. aber Köln, schade, dass ich dem Bruder nicht gesagt habe, was suchst du denn in Köln? Ja? Allein schon Köln, oh Mann, Alter. Ja. Aber ey, ich hab schöne Erfahrungen da gemacht, Bruder. Ich war einkaufen mit einem Kumpel. Ja. Und da war so ein Mädchen, die hat ihren Arsch gewackelt. Und ihre Freunde, das waren beide zwei Schwarze, glaube ich. Oder Araber, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die braun gebrannt. Und ihre Freundin hat mich beobachtet, ob ich auf ihren Arsch gucke. Ich habe natürlich nicht geguckt, ich habe sie angeguckt. Ey, warte mal, Holi, warte mal kurz, warte. Da schreibt einer, Gott lässt seine Gesetze nicht umschreiben, merkt ihr das? Bist du sicher, dass die Verse vom Koran nicht abrogiert werden dürfen? Bist du sicher? Bruder, du musst ihnen einfach den Kontra geben und sagen, okay, guck mal, Alte Testament, Neue Testament, die Schriften waren noch immer anders, oder? Und dann haben sie den Koran herabgesandt, das heißt, wieder ein Update. Also hat Gott dreimal seine Meinung geändert, oder was? Ja. Und das ist schon der Knockout an solche Aussagen. Die Leute wissen nicht, was sie sagen meistens. Oh Mann, Katastrophe. Ja, die können nicht argumentieren. Das zeigt, dass sie jeden Tag in TikTok sind und keine Ahnung von den Schriften haben. Schade. Ja, zum Beispiel, Leute, kommt der. Ja, also, Leute. Leute, ich bin so todmüde, Leute. Ja, ich glaube, das wird. Ich versuche gerade wirklich mit aller Kraft wach zu bleiben, Leute. Aber ey, ich bin so todmüde, Leute. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich so viel Energie und so. Aber Leute, ich bin tot gerade. Ne? Und es ist gerade so spät. Wir haben gerade knapp 100 Zuschauer. Vorhin waren es 170. Aber Leute, ich bin viel zu müde, um euch zu entertainen und mit euch zu sprechen gerade. Ich bin todmüde. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt schlafen gehe, Leute. Ne? Oh, Sarina, danke schön. Herzchen geht zurück. Herzchen geht raus an dich. Bruder, ja, kannst du dich dann morgen melden, aber bitte abends, ungefähr abends. Ich werde abends wieder zurückkommen. Ich muss da meinen Onkel besuchen. Den geht's auch nicht gut. Hey, warte mal kurz, der Marouche, sein Kollege ist gestorben. Ey, mein Beileid, Mann, es tut mir mega leid. Leute, wünschen wir mal dem Marouche ein Beileid. Sein Kollege ist gestorben. Und, oh, das finde ich schade, Leute. Alle mal ein Beileid wünschen, vielleicht mal in dem Chat. Das bist du dir sicher? Da steht was anderes, Bruder. Da steht, bei mir ist heute guter Kollege war gute Ablenkung.
Was meint er? Gestorben. Gestorben, aber, meint er. Aber er schreibt, war gute Ablenkung, Bruder. Ja, der meint mein Stream. Mein Stream ist eine gute Ablenkung, das meint er. Hä? Alles gut, das muss ja nicht jeder verstehen. Ich verstehe schon, worauf er hinaus möchte. Deswegen, Leute, wünsche ich Ihnen einfach mal gute Ablenkung. Ja, ja, okay, dann mein Beileid natürlich. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Also, er meinte, heute war gute Ablenkung für den Stream. Ja, ja. Wünsch mal bitte so Marouche, bitte ein Beileid. Ne? Ja, ja. Ja, es ist wenigstens das mal. Liebe zeigen, das ist ganz wichtig. Holi, wir reden dann in den nächsten paar Stunden, aber ich schlafe erstmal aus, weil ich bin ja, so todmüde. Ja, machen wir. Kannst dich ja dann melden per WhatsApp oder so. Ja, ja, mach ich. Wie gesagt, ich lösche jetzt die App und ja. Von mir hört ihr nichts mehr die nächsten Monate, definitiv. Ich habe auch keine Lust mehr auf diese App hier, die mich ablenkt von den Schriften. Toni, wir sprechen. Okay, Ade, gute Nacht. Gute Nacht, Bruderherz. Also, Leute, ganz langsam runter und das ist immer so ein Zeichen, dass ich so todmüde bin, Leute. Ne? Ihr wisst ja, ich unterhalte euch sehr gerne und wir hauen immer ein paar Koranverse mal raus, ne? Aber jetzt gerade bin ich so müde. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Al-Masih. Na, Leute. Also, Leute, Liebe geht raus, fühlt euch gedrückt. Und an die ganzen Frauen da draußen, auch an euch, fühlt euch auch gedrückt, ne? Meine Glaubensgeschwister und Brüder, fühlt euch alle gedrückt, ne? Also, Leute, Herzchen an euch alle, ja, und bleibt brav, ja, macht keine Scheiße. Und bis später. Und ciao, ciao, Leute. Ich gehe jetzt penne. Vielleicht noch ein bisschen was angucken auf dem Handy, aber dann schlafen.